ich bin Melanie Stange, bin 26 Jahre alt, bin im VfL Tegel Berlin für die Tonabteilung tätig und war für den Vera-Zissack-Preis nominiert. Ich war für den Vera-Zissack-Preis nominiert, weil ich sehr, sehr viel für meinen Verein tue, weil ich rund 50 Turnerinnen betreue, die auch sportlich sehr weit nach vorne gebracht habe, habe unseren Verein so ein bisschen aufgebaut, gerade im Wettkampfbereich. Also die Nominierung hat mir schon viel bedeutet, gerade auch als Dank von meinem Verein, dass es einfach so eine Wertschätzung ist. Also weil es ist ja schon eine gute Auszeichnung vom Berliner Turnerbund und einfach für meine, ja, für mein sportliches Engagement für den Verein. Also es hat mir schon sehr, sehr viel bedeutet und auch ein bisschen mich gerührt, muss ich sagen. Ich meine, ich hatte auch ehrenamtliche Trainer, die mir sehr, sehr viel beigebracht haben. Und die waren immer so Vorbilder für mich und ich wollte halt mein Können einfach an jüngere Mädchen weitergeben. Und einfach dieses zu sehen, wie sie sich entwickeln und daran Freude haben und Erfolge haben bei Wettkämpfen, ist einfach ein unglaublich schöner Dank, den man bekommt als Trainer.